Solche Momente sieht man wahrscheinlich nur in der Kreisliga. Neben solchen Fails wollen wir euch heute die krassesten Momente zeigen, die der Amateurfußball je gesehen hat. Es wird kurios, brutal, unerwartet und schockierend. Bleibt also unbedingt dran, hier bei Wissenswert. Ach so, und schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr selber Fußball spielt oder mal gespielt habt und wenn ja, wie lange. Wir sind gespannt. Beginnen wir mit einem Moment von einem Amateurturnier in Bolivien. Hier spielte sich vor 2 Jahren nämlich ein Naturschauspiel ab, das den Spielern auf dem Platz das Blut in den Adern gefrieren ließ. Und zwar raste hier während des Turniers ein Tornado mit knapp 120 km/h über den Ascheplatz. Der Wind war sogar so extrem, dass ein Spieler gleich mal durch die Gegend gewirbelt wurde. Zum Glück bestätigten danach jedoch beide Mannschaften, dass niemandem etwas Ernstes passiert war. Gehen wir für die nächsten 2 Momente ans andere Ende der Welt, und zwar nach Australien. Bei einem Spiel der australischen Sunday League verirrte sich dort vor ein paar Jahren nämlich tatsächlich ein Känguru auf den Platz. Der hüpfende Kollege war jedoch nicht nur auf Kurzbesuch. Er machte es sich regelrecht bequem, unterbrach immer wieder das Spiel und schien auf dem Feld in der Hauptstadt Canberra einen neuen Lieblingsplatz gefunden zu haben. Ebenfalls kurios war, als der australische Premierminister Scott Morrison letztes Jahr an einem Benefizspiel gegen Grundschulkinder teilnahm. Dabei kam es jedoch zu diesem Fail, der danach in ganz Australien viral ging. Wenn der Amateurfußball für eins bekannt ist, dann für seine ruppige Art. Da wird in der Kreisliga auch mal ordentlich zugelangt, und zwar ohne Vorwarnung. Und er schießt dann nochmal hinterher. Der Schiri zeigt sofort die rote Karte, runter mit dem. Was passiert hier? Da gibt es zum einen harte Fouls wie dieses hier, die aber keine größeren Konsequenzen haben. Zum anderen gibt es aber auch solche Attacken, die auch schon mal in der Schubkarre enden können. Nicht nur bei Amateurspielen, sondern auch bei Charity-Spielen mit berühmten Promis können verrückte Momente geschehen. Bei diesem Spiel für den guten Zweck vor einigen Jahren in England stürmte nämlich niemand Geringeres als José Mourinho plötzlich auf den Platz und senzte zum Vergnügen des Publikums den britischen Sänger Olly Murs um. Dieser nahm es aber mit Humor. Tatsächlich können im Amateurfußball aber auch extrem tragische Dinge passieren, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Jetzt kommen wir nämlich leider zu einem extrem traurigen Moment aus einer indischen Amateurliga. Als hier nämlich 2017 zwei unterklassige Teams aufeinander trafen, hatte der damals 23-jährige Peter Biaksangswala seinen großen Moment. Kurz nach seinem Tor setzte er zu einem akrobatischen Jubel mit Flickflack und Salto an, bei dessen Landung er jedoch genau auf seinem Kopf landete. Tragischerweise ging das Ganze jedoch nicht gut aus. Der Amateurkicker brach sich bei dieser Aktion nämlich sein Genick und erlag noch am gleichen Tag seinen Verletzungen. Es gibt aber auch Amateurspiele, bei denen nicht die Amateure selbst für den Skandal sorgen. Anfang des Jahres trafen in der Kleinstadt Appalachia in den USA 2 Kinderteams aufeinander, die in keinem nennenswerten Konkurrenzverhältnis zueinander standen. Die Eltern der Kinder waren jedoch dermaßen angespannt, dass sie kurzerhand ihren eigenen Konflikt samt großer Schlägerei auf der Tribüne kreierten. Das Ganze zog sogar polizeiliche Ermittlungen nach sich und führte für einige der Eltern zu einem Hausverbot. Es gibt aber auch Spielunterbrechungen der anderen Art. Womit diese Spieler einer brasilianischen Amateurliga vermutlich am wenigsten gerechnet haben, war, dass aus dem Nichts ein Paraglider aus hunderten Metern Höhe genau auf ihrem Platz notlanden müsste. Die wahren Gänsehautmomente in jeder Kreisliga bleiben jedoch die, in denen wirklich mal gezaubert wird. So gibt es in der englischen Kreisklasse der Region Reading einen Mann namens Joe Sawyer, der regelmäßig das Tor der Saison schießt. So sah es letztes Jahr aus. Das krasseste deutsche Kreisligator geht währenddessen auf die Kappe dieses Talents. Da müssen sogar die Gegner mitjubeln.
Aber auch Fallrückzieher auf Amateurniveau müssen nicht immer in schweren Verletzungen enden. Dieser Treffer hier erinnert sogar stark an das berühmte Tor von Cristiano Ronaldo gegen Juventus. Kreisliga-Ronaldos sind sowieso immer eine Klasse für sich, nur dass es halt nicht immer so gut aussieht wie beim Idol. Während viele Profis bei einem Stand von 1:0 gerne zur Eckfahne rennen und dort Zeit schinden, bietet die Kreisliga hier einen Vorteil. Und zwar, dass der Platz meist keine Banden hat. Hier seht ihr den vermutlich cleversten Weg, entscheidende Sekunden von der Uhr zu nehmen. Als nächstes kommen wir erneut zu einem Charity-Match mit Prominenten, die jedoch weit vom Niveau von Profifußballern entfernt sind. Ende letzten Jahres fand in England ein Benefizspiel statt, bei dem YouTuber wie KSI oder das Kollektiv der Sidemen gegeneinander antraten. Eingeladen war allerdings auch der YouTuber iShowSpeed, der normalerweise für so etwas bekannt ist. Als er bei dem Spiel auf dem Rasen stand, waren ihm die Regeln anscheinend nicht ganz klar. Nicht nur, dass er bereits wenige Sekunden nach Anpfiff KSI brutal weggrätschte. Auch der Schiedsrichter war vor ihm nicht sicher, als Speed plötzlich ihm die gelbe Karte zeigte. Das Highlight war jedoch sein Verständnis der Abseitsregel, das leider zu einem irregulären Treffer führte. Und apropos Abseits, gerade im Amateurfußball wird dies nicht immer korrekt erkannt. So weit daneben wie hier liegen jedoch auch in der Kreisklasse die wenigsten. Zu guter Letzt kommen wir jetzt zum wahrscheinlich verrücktesten Fußballspiel, das Deutschland im Hobbybereich je gesehen hat. Und zwar als vor wenigen Wochen die sogenannte Nationalmannschaft gegen die Ruhrgebietlegenden der Pott-Originale gespielt haben. Die Nationalmannschaft ist dabei eine Gruppe aus Exhibitionisten, die sich für ein Spaßturnier den Scherz erlaubt hat, komplett unbekleidet zu spielen. Die Pott-Originale sind dagegen für sowas hier bekannt. Mit meinem Präses. Ja, ist ja normal, dass er dann irgendwann mal runterrutscht. Bei der Aktion stand aber ganz eindeutig eher der Spaß als der Sport im Vordergrund. Ja! Schöne Junge! Auf die Nationalmannschaft! Oh mein Gott, raus! Hörle! Hörle! Ist das geil! Wir hoffen ebenfalls, dass ihr Spaß an diesem Video hattet. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und schreibt mal in die Kommentare, welchen Clip ihr am krassesten fandet. Ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.